Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren GTA Online Challenge. Mit anderen aus dem Team Pizmeet sind heute wir am Schlüssel. Hallo. Wir nehmen heute wieder eine Idee von euch. Es war Top-Comment unter dem letzten Casino-Video. Und zwar, warum macht ihr nicht einfach mal eine bestimmte Zeit aus und wer es schafft, in der Zeit am meisten Geld zu machen, der hat gewonnen. Gute Idee. Machen wir so. Wir machen eine halbe Stunde, hat jeder und in der Zeit kann er machen, was er will, um Geld zu verdienen. Wir hatten gerade eine Vorbereitungsphase, jeder konnte sich schon kaufen, was er möchte. Falls aber jemand trotzdem nochmal zwischendurch sich was kaufen möchte, wird das gegengerechnet mit seinem Gewinn. Wir zeigen jetzt alle mal unseren aktuellen Kontostand. Meiner ist 7.464.999. Mach mal ein Foto davon, sicherheitshalber. 3 Millionen. Wieso hast du so viel Geld, Peter? Was ist denn da? Ja, weil damit ich ja schon so Fly. Ja, da kann ich halt auch noch gegenrechnen. Ah. Pay to win. 700 Millionen hast du, Peter. Krass. 7 Millionen. 7 Millionen? 7,5 Millionen ungefähr. Rich Snob, ey. Wir haben wahrscheinlich unterschiedliche Ideen, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Wir haben auf jeden Fall alle uns vorher sicherheitshalber die Jetons geholt. Mal gucken, wie das ausgeht. Aber halbe Stunde. Theoretisch ist alles erlaubt. Nur was jetzt noch gekauft werden muss, wird gegengerechnet. Wenn ihr ein Auto vom Gegner, also wir dürfen uns auch gegenseitig kaputt machen. Wenn ein Auto kaputt macht, wird gegengerechnet und so weiter und so fort. Ja. Seid wenn ihr du bezahlen bereit? Musst. Weil das ist eigentlich mit Mechanikern, die nicht und so, wa? Alles, was am Ende in deinen Kontostand abgezogen wurde. Das ist halt einfach zu kleinteilig dann. Das wird halt auch dann mit eingerechnet, sonst wird es halt echt stressig. Das Ding hat aber auch jeder. Ja, das hat in der Regel jeder, ja. Ja, das stimmt. Auch egal. Okay, das heißt, ich mach mal hier Stoppuhr, eine halbe Stunde. Vielleicht macht ihr euch die auch? Oder wie sollen wir es am besten machen? Ja. Oh, ja, okay. 30 Minuten. Und dann müssen wir sofort alle gleichzeitig starten. Sagt mir, wenn ihr soweit seid. Okay. Jo. Dann laufen unsere 30 Minuten in 3, 2, 1, jetzt. Und wir laufen. Wer ist da oben? Der Ficker, ey. Fahr hier einfach bei Peter mit, muss ich mal gucken, was er macht. Oh, was? Das ging ja schon mal gut los. Keine Ahnung, warum Sepp bei mir im Auto kommt. Holy shit. Immerhin das noch. Also. So, irgendeiner hat natürlich schon auf die Fresse gegeben oder so. Das dachte ich mir, dass das am Anfang passiert. Ich gehe auch davon aus, dass ein paar Leute. Nice. Hat jeder aufs Maul bekommen. Sehr gut. Ich bin auf jeden Fall da weggekommen, deswegen hatte ich mich auch nicht neben die gestellt direkt. Mein Ziel ist es auf jeden Fall, jetzt schnell zu den Zeitrennen zu fahren. Ich hab das mal gemacht, als mir mal langweilig war. Und ich meine, das gab richtig Asche. Bin mir da aber nicht so sicher. Irgendwie, das dauert 3, 4, 10 Minuten oder so. Und ich glaube, dafür gab es wirklich geschmeidige 50 oder so ein Scheiß. Die kämpfen da alle noch so, das ist mir ja wurscht. Sollen sie da so viel kämpfen, wie sie möchten. Meine Idee ist, ein Heist zu probieren. Das Problem ist, dass wir ein Heist gemacht haben, ist unendlich lange her. Und ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das funktioniert. Ich habe auch nie die Gruppen erstellt, wenn ich mich recht entsinne und so weiter und so fort. Aber was geht ihr mir denn jetzt hier so auf den Sack? Hab Peter abgeknallt, jawohl, danke Peter. Da sind wir hier noch die Karre. Ich habe das Problem, dass mein Auto beschlagnahmt wurde. Und ich erstmal. Oh nein. Oh nein, Peter, mach das doch nicht! Okay, auch, Bitch. Aber wir versuchen jetzt hier mal ein vernünftiges Rennen einfach an den Start zu bringen. Warum ist denn das? Da! Das ist Rennen. Okay, Rennserie, Abflug. Betreten. Oh oh. Der geht nicht auf. Ja, Casino, ne? Das is it. Ich habe noch Jetons, die werden wir erstmal auf irgendwas setzen. Was halt Asche gibt. Danach gucken wir mal. Ja, wir fahren natürlich mit der Limo vor. Also mein Plan ist es, die Zeitrennen zu machen, ja? Da soll man mit viel Geld verdienen können. Keine Ahnung, ob das so ist. Das weiß ich nicht. Hat auch schon mal geguckt, da unten ist eins. Jetzt muss ich aber erstmal meinen Wagen wiederholen. Dann gucken wir mal.
Und ansonsten, ja, kann man noch einen Heist machen, aber das dauert zu lang für eine halbe Stunde, hätte ich jetzt gesagt. Ja, bisher habe ich ganze geile 0 Euro gemacht. Da, man sieht es doch auch von oben, weil den Heist startet man, wenn ich mich recht entsinne, von da oben. Ich hoffe, eine halbe Stunde reicht überhaupt. Aber ich weiß, es gab auch so Vorbereitungsmissionen und vielleicht geben die auch schon genug Geld. Vielleicht aber auch nicht, ich weiß es nicht. Das ist jetzt halt zugegebenermaßen absolutes Risiko, was ich hier fahre. Aber muss auch erlaubt sein. Muss man halt mal gucken. Vielleicht funktioniert das ja. Vielleicht bin ich nachher der große Gewinner. Vielleicht auch nicht. Obwohl, ich hätte vielleicht vorher zum Casino gehen sollen und einmal alles irgendwo draufsetzen sollen. Einfach nur, damit ich überhaupt irgendwas habe. Weil wenn das jetzt mit dem Heiß zu lange dauert, habe ich gar nichts. Aber gut, dann ist das halt auch so. Wir können ja schon mal, ich habe noch den Dreh des Tages. Natürlich. Da. Drücke, um Zeitrend zu starten. Was? Moment. Wo muss ich hin? Da! Nee, wir fahren so und dann rechts einfach. Okay. Respawn. So, das heißt, wenn der Zeitrend sofort startet, fahre ich da rückwärts rein. Und los geht's. Juhu! Komm schon, Papa braucht Geld. 30.000! Ah, what the fuck. Okay, da kann man schon machen, 30k. Lol, Christian hat 30k beim Glücksrad gezogen. Okay, ich gehe einfach schnell auf Jobsuche als random. Okay, keine Ahnung, wie viel er gemacht hat im Glücksrad. Aber er hat auch viel. Lol, macht da auch einer gerade die Zeit rennen, weil er denselben Weg fährt? Oh, Bram. Bram hat auch gemacht. Ja, geht mir da jetzt auf die Eier. Niemand. Gas, 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 Gas. So, was machen wir? Abflug. Was ist das? Landrennen. Okay, machen wir. Jetzt start auch. Ich sagen, jo, start mal schneller. Also ich wollte mal gucken, wie schnell man Geld verdient mit sowas, weil nachher setzen vielleicht alle beim Glücksspiel das Geld, alles, was sie haben. Und dann sind alle Jetons weg. Und wenn du dann halt nicht nebenbei noch was verdient hast, so wie ich jetzt das mache, dann hast halt nichts. Und dann habe ich schon mehr, wenn ich nachher am Ende voll Risiko gehen kann und alles setze im Casino, dann habe ich schon was. So, dann gehen wir mal gucken, was man an so einem VIP-Tisch machen kann. Casino ist awesome. Wo waren denn diese VIP-Tische? Pferderennen, die waren hier im Inneren, oder? Das Baker, da sind die Tischspiele. Gehen wir mal gucken, wir haben ja Zeit, ne? In 30 Minuten kann man eine Menge Geld gewinnen, aber auch eine Menge Geld verlieren. Vielleicht sollten wir das nicht allzu schnell angucken. Ah, okay, genau, da war diese Abtrennung, wa? Wo ich nicht rechts abbiegen werde. Ich werde geradeaus weiterfahren, über die Autobahn. Und dann gleich einfach rechts ins Gebüsch rein. Und hier hoch vielleicht? Scheiße. Das wird nix. Das wird gar nix. Jo, Zeitvorgabe. Okay, gucken wir nochmal ganz kurz. Dann, wenn ich eh jetzt hier bin. Okay, nicht geschafft. Aber dann müsste ich hier hoch. Und dann dahin. Okay, das ist fehlgeschlagen. Wir fahren kurz beim Casino vorbei. Ich drehe einmal an dem Rad. Und dann probieren wir das mit dem Zeitrennen nochmal. Was? Nein, 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 nein. Wohin? Was? Okay, F gedrückt halt zu neu starten. Hä? Ah, so. Der Bram, der fährt das schon. Okay, wo muss ich denn hin? Hä? Dahin? Oder was? Was ist der Plan? Ich verstehe gar nicht, wie das funktioniert. Hast du die gemacht?
Ich muss doch nicht dahin. Das schaffe ich doch locker in 2 Minuten. Ich muss dahin. Okay, jetzt verstehe ich das. Okay, wir starten es doch mal neu. Jetzt müssen wir es aber hinkriegen. 2:07 ist nicht so leicht, glaube ich. Aber wir haben einen schnellen Wagen. Der Host ist Level 285. Das heißt, das ist bestimmt ein guter Heist. Nein! Nein! I can't deal with another day of Los Santos traffic. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Realistisch gesehen wird da nichts. Wir haben noch irgendwie 20 Minuten, weil ich 10 Minuten damit vergeudet habe, auf fucking Host zu warten. So eine Scheiße. Ich weiß nicht, ob es funktioniert hätte, aber ich fand es eine gute Sache. Ja, guck mal, Roulette. Schwarz oder Rot? Ich guck mal, wie viel wir theoretisch auf Schwarz ballern können. 10.000. Schwarz oder Rot? Setzen wir auf Schwarz. Dabei sag mal noch 5.000 auf 2 zu 1. Schwarz! 35.000 Jetons für Christian. Dann heißt, wir haben jetzt schon $65.000 gemacht. Wuhu! 65k. 65k. Nicht schlecht. Ich hoffe, da verdient man jetzt auch ordentlich Geld, weil das waren jetzt schon... Wie viel Zeit ist dabei draufgegangen? Noch 23 Minuten. Fuck, ey. 7 Minuten draufgegangen. Das schaffe ich ja nie. Wie schnell soll man denn da sein? Hä? Okay, ich werde das jetzt nochmal probieren. Das war ja sick knapp. Jetzt kenne ich zumindest den Weg uneingeschränkt. Also zumindest bis zu dem Teil, wo ich war. Na komm, weil wir beim Roulette gerade erfolgreich waren, setzen wir. Setzen wir nochmal alles auf Schwarz. 5000. Ungerade. Bade. 1 bis 18. Machen wir mal so. Oh, what? Was ist das für eine kleine Lutschkarre? Oh, wie die sich wegmachen. Finde ich gut. Na, guck mal, ich bin immerhin auf dem ersten Platz. Nee, der ist auf dem ersten Platz. Runde 2 von 6. Oh Gott. Und eigentlich kann ich alle Chips verjubeln, weil ich darf eh nicht alle einlösen, oder? Ach, keine Ahnung. Wieder schwarz! Mega! Juhu, nochmal 20.000. Weil hier kann man, wie viel kann man hier gewinnen? Geld auf jeden Fall. So, ja. Komm, dreh. Geld, 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 komm bitte Geld, bitte Geld, bitte Geld, bitte Geld. Da, die 25, nein. Ah, scheiß RP. Fuck. Ich würde einmal zum Pferderennen gehen. Da gehen wir jetzt nochmal setzen und dann können wir uns, also ich finde, dann können wir uns das schon mal auszahlen. Und dann gehen wir mal gucken, was wir nur sonst noch so machen können. Weil, also ich meine, hier, da kriegst du eh nichts. Wo war denn das Pferderennen? Da sind wir eben gerade vorbeigelatscht. Lass mich da rein! Ja, dreh mal da eine Runde. Nee, nicht irgendwelche Scheißklamotten. Ich hab ein Kleidungsstück von Mama. Da kann ich nichts anfangen. Und go. Diesmal mach ich das aber. Keine Ahnung, wie viel das gibt. Hoffentlich gibt das ein bisschen. Jetzt mal K. Ey, setz mal 5000 auf die 2. Okay.
Ich glaube, der Stern ist der meiner, ne? Ja, lass dich noch ein bisschen zurückfallen. Noch nicht so viel, noch nicht so viel. Nein, 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 noch nicht Gas geben. Langsam, langsam. Ja. Kraft sparen. Kraft sparen. Und jetzt so langsam. Ja. Gib Gas. Gib Gas. Gib Gas. Gib Gas. Keiner kriegt dich mehr. Komm schon. Ja. 15.000 nochmal. Easy. Man braucht gar keine Arbeit oder so. Man geht einfach ins Casino. Da gewinnt man das Geld. Ja, guck mal, das heißt, wir haben jetzt 35.000 gemacht. Plus die 30, die wir sowieso schon haben. Ich meine, ich hätte 80.000 Chips gehabt. Das ist natürlich jetzt belastend. Das muss ich nochmal nachgucken in der Aufnahme dann. Das mache ich am Ende. Aber ich würde sagen, erstmal auszahlen lassen. Was wir haben, haben wir. Alter, 1:1 können die schon mal direkt. Wie viel kann ich denn maximal setzen? 10.000. Nein, nehmen wir Constant Drag. Kann ich auch alleine, Where She Blows, mit mir selber spielen in der Zwischenzeit. Ja, 10.000 auf der She Blows. Das ist die 1. Mach nicht übertrieben 1. Oh shit. Oh fuck me. Junge! Das ist zu früh. Der Push war zu früh, oder? Nein, 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 nein. Yes! Ja, schon mal direkt richtig viel Kohle gemacht. Finde ich okay. Ich bin auf dem ersten Platz! Hoho! Alter, wieder voll nach vorne gekämpft. Richtig gut. So, jetzt müssen wir das nur noch nach Hause bringen, das Baby. Ja! Wir haben ihn gedreht! Ja! Boah, das war ein Gamble. Ob ich es schaffe? Oh, oh. Nein! Wir haben einen vergessen! Nein! Oh, wie kacke sind wir denn? Oh, wir haben uns gebettelt und jetzt haben wir schon wieder was vergessen. Oh, wie dumm! Oh, wie dumm! Ach, kacke! Dann haben wir den Checkpoint nicht gekriegt. Was bist du denn für ein Mongo? Verpiss dich! 2:17. Komm bitte. Bitte, 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 bitte. Komm bitte. Nein! Du dumme Dreckskarre! Komm, spawn ich jetzt bitte hier hinten. Jo. Hätte ich mir den ganzen Weg sparen können. Und nochmal. Zu. An allen vorbei. Fuck me. Nein. Nein, das funktioniert nicht. Nein, ich war ansatzweise. Also 10.000 wäre ganz krass. Ja, hier, ihr habt schon viel Zeit liegen lassen. Weiß nicht, kann man da hochfahren? Krass, da ist die Zeit schon rum. Das schaffst du ja niemals. Na egal, jetzt bin ich zumindest da. Gucken, was passiert. Krieg ich was? Krieg ich nix? 2.000. Scheiße. Ich könnte jetzt einen Laden versuchen zu überfallen. Vielleicht bringt das noch Geld. Wo ist denn hier so ein Laden? Boah, die sind auch so behindert. Aber wir sind Zweiter. So, was gibt es an Geld? Zeit 6 Minuten 37. Ein paar Yummy-Punkte. Und? Komm, Geld. Give me the money. Ja, Setter hat gewonnen. Ganz toll. Finde ich ganz, ganz großartig für dich. 10.000 haben wir gewonnen. Okay. Fast 10.000 haben wir gewonnen. Okay. Damit lässt sich arbeiten. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt ins Casino und versuchen da unser Glück. Und vielleicht können wir nachher am Ende ja doch nochmal hier freier Modus. Nein, lass mich raus. Ich will nicht laden. Lass mich raus. Oh Gott.
Oh nein, GTA hat doch heute so Ladeprobleme. Er hat eine Viertelstunde geladen für GTA. Oh, scheiße. Wenn ich jetzt gleich wieder eine Viertelstunde eine Lobby suche. 10.000, let's go. Komm schon, du bist richtig blau, Junge. Die 2 kommt. Die 2 kommt genau im richtigen Moment, glaube ich, aber die 1 kommt auch. Alter, ich nehme einfach immer den Obersten. Na, dann können wir ein bisschen jobmäßig was machen, finde ich. Guck mal, ob es Geld für Missionen gibt. Oh, Regen ist aber echt bitter zum Fahren. Wobei, hacke das Sicherheitsterminal. Vielleicht machen wir das mal. So. Und hopp. Nee! Komm schon! Okay, das ist kacke. Müssen wir mal angucken, was der beste Weg ist, um da hochzukommen. Das ist halt echt räudig. Komm schon, komm schon, komm schon, Oberlappen! Das wird, reicht nicht! Das reicht. Wen habe ich denn da nochmal genommen? Ich glaube die 1. Ne, ich habe nicht die 1 genommen. Ich habe die 2 genommen. Wo ist denn die 2? Die 2 ist ja überhaupt nicht vorhanden. Oder? Jetzt sieht sehr belastend aus. Die 6 gewinnt. Ach du Scheiße. Hättest du da mal auf die 6 gesetzt. Alles klar, nochmal mit mir selber spielen. Wie viel habe ich noch? 50.000. Yes! Yes! Ich hab 100.000. Nice! Was? Spieler nimmt nicht mehr an der Sitzung teil? Ja, okay, so viel zu, wir können uns gegenseitig abballern. Oh, jetzt join ich schon wieder der anderen Lobby. Ja, ihr habt ja so viel Zeit. Ist ja kein Thema. Kann man ja richtig viel Geld machen hier in der Zeit, wo man im Ladebildschirm ist. Hopp jetzt hier. Ich fahre ja mehr mit den Autos hin und her als sonst was, ey. Okay, Sepp hat das Spiel verlassen. Auch schön. Muss hier raus. Der Wagen, der hält sich schon ein bisschen auf. Was soll ich das machen? Gütertyp Fracht. Was muss ich da machen? Wir machen das einfach mal. Vielleicht bringt das ja auch was. Aber noch nicht. Jetzt nicht zu früh. Nicht zu früh. Es wird ein Sekundenspiel. Nein, bitte nicht, bitte nicht. 3 Sekunden. Nein! Einmal falsch gedreht! Du Hure! Snatch your mama. Komm, ich nehme mal Country Stuck, Junge. 1:21. Das wird jetzt mein Lucky Punch. Wenn ich das gewinne, dann lasse ich auszahlen. Und mach danach nur noch anderen Quatsch. Jetzt sagt er da alles. Okay, Mann, aber letzter. Das war behindert. Bitte platzieren. 1:1, lit is truck, Junge. Komm, wir müssen ein bisschen Cash wiederholen. Bisher habe ich kaum Geld gemacht. Reicht der Speed? Doch, der müsste reichen. Alter, zweiter. Nein, nicht alles verlieren. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm. Du bist letzter. Das schaffst du nicht mehr. Das schaffst du nicht mehr. Du bist ein scheiß Kackpferd, der zack, du nur auf zur Fleischrolle verarbeitet werden sollte. Wie geht das hier? Komm ich da jetzt rein? Hacke das Sicherheitsterminal. Betritt das S, Alter. Boah, keine Ahnung, Mann. Was sind das für Scheißmissionen? Okay, dann hacken wir mal. Was? Geht doch. Stiehl die Fracht direkt bei dem unterm Arsch. Eleanor. Oh lol.
Kann er mal schießen? LOL. Ja, dann haut ihr die Leute da kaputt. Ich glaub's ja nicht. Er ist auf Türen. Niemand braucht Türen. Stiehl den Sasquatch. Na komm, gib her. Natürlich. Vernichte die Fahrzeuge. Was? Muss ich da einfach drüber fahren? Ist das hier? Nee, ich glaube, das ist scheiße. Blut, was? Holy shit! Was ist das für ein Ding? Ist ja wie ein Panzer. Casino! Und ich habe einen Vorteil. Ihr habt nämlich ein VIP Package. Und damit kann ich an die High Roller Tables und dort um höhere Einsätze spielen. Dreher! Wir haben noch 10 Minuten. Oh shit, ey. Ich muss gleich ordentlich setzen. Am besten irgendwas an der Pferderennbahn, was krasses. Komm, 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 komm. Geld, Geld, Geld. Ja, 20.000! Boom! Das ist schon mal richtig. Ach, 20.000 Jetons. Okay, aber die 20.000 Jetons sind ja okay. Ja, ja, komm her, give it to me. So, bitte platzieren. Einzelrennen. Oh, stimmt, man braucht nicht das Hauptrennen. Okay. So, die 2 fällt ein bisschen... Alter, was geht denn mit der 1 ab? Willst du mich verarschen? 2, komm, jetzt muss aber mal was gehen hier. Die 3 geht schon voll ab. 2! 2! 2! 2, noch ein Stück! Oh, was? Spätbremsen. Ja, ja, ja. Ja! Uff, 102.000. Okay, check. Was ist das? Das ist Chris. Das ist ein Casino. Scheiße, wo hole ich mir denn jetzt noch Geld? Oder wir gehen kurz ins Casino und machen richtig einen auf High Roller. Ja, ich habe auch ein paar Jetons. Das ist eine gute Idee. Ja, ich kann nichts verlieren dabei. Ich kann nichts verlieren. Wo gewinnt man am schnellsten? Beim Roulette, wa? Wenn man kann. Wetten platzieren. Sir Scrambled, Junge. Oh, ich kann auch noch 6 Mal machen. Easy Game, davon muss nur einer hitten. Sieht so halbgeil aus, würde ich sagen. Das sieht so aus, als würde das nicht passieren. Letzter. Fucking Hurenpferd. Feed the Trolls, Junge. Komm, den Trolls, den will ich jetzt mal richtig geil. Die will ich richtig geil feeden mit meinem Code. Das ist eine traurige Angelegenheit hier gerade. Er ist einfach ein Letzter. Er ist nicht mal auf dem Bild. Er ist nicht zu sehen. Nicht zu sehen. Okay, kein Problem. Was muss passieren, damit der Letzte gewinnt? Muss da irgendwie alle anderen erschossen werden oder so? Kann ich die anderen vielleicht erschießen? Ist da eine Option? Ich würde es tun. Das lief besser, als ich noch nicht auf die Letzten gesetzt habe. Aber ist mir egal. Aber macht schon Spaß, mit dem Monster Truck hier rumzugurken. Bleib stehen, du Lump! Alter, das kann nicht sein. Wo kommt denn jetzt die 3 her? Wo kommt denn jetzt die 3 her? Nein! Oh, fuck! Eine Chance von 1 zu 10! Oh, come on! 3-mal kann ich das nochmal. Muss nur einmal passen. Komm schon, komm schon. Mein Pferd ist sogar fucking Dritter geworden. 2-mal kann ich das noch machen. Stupid Money, let's go. Nein! Ich kack ab, Alter. Boah, das kann nicht wahr sein, Mann. Ach, das muss ja wirklich hier unten sein, oder?
So, und jetzt den letzten. Okay, perfekt, perfekt. So, dass du es nochmal machen sollst. Was? Ach, komm schon. Echt jetzt? Wow, das ist jetzt bitter. Und jetzt nochmal vorpreschen. Jetzt nochmal vorpreschen. Zwei, was machst du? Nicht nach ganz hinten fallen. Nee. Ach, komm. Haben nur verkackt hier. Was ist denn das für ein Server? Jetzt fall doch nicht schon wieder nach hinten. Du machst das. Junge. Komm schon. Ja. Ja. Sehr geil. 135 haben wir wieder drin. Okay, ich kann nur noch einmal machen, das muss jetzt sitzen. Ich war Erster, ich war kurz Erster, ich habe kurz die Luft des Sieges geschafft. Alter. Verkackt doch nicht komplett, ey. Ja, das war Casino. Nein, ich will nicht erneut spielen. Lass mich hier raus. Ah. 2 von 2 Ladungen. Hä, 2? Ich habe nur das Autokinder abgegeben. Hm? Was passiert jetzt? Du hast Konkurrenzkampfgüter abgeliefert. Cool, das hat mir nichts gebracht. Nix? Also nicht mal RP? Kein Geld? Gar nichts? Scheiße! Ich könnte auch den Laden da ausrauben. Okay, wie viel Zeit haben wir noch? Oh Gott, 4 Minuten. Geht überhaupt irgendein Rennen weniger als 4 Minuten? Ich glaube, bisher habe ich Minus gemacht. Die Sitzung startet zu dritt. Wie viel Geld kriege ich denn dann? Wo ist mein Controller? Da. Erst die Bandito? Keine Ahnung, was das jetzt hier ist. Das ist irgendein Rennen mit einem Auto, Fernsteuerauto, Spielzeugauto, whatever, fortfahren. Let's go. Ich habe keine Zeit. Ja, bereit zum Spielen. 31.630. Alles darüber darf ich auszahlen. Tab, go. Spielen. Komm schon. Spielen. Richtig verzweifelt gerade. 3 Minuten 55 noch. Das habe ich verloren, die Challenge. Aber sowas von. Leider. Oder zieh es einfach durch. Eins, zieh es einfach durch. Zieh es durch. Zieh es durch. Nein. Ja. Schon wieder gewonnen. 60.000. Oh. Alter Verwalter. Das ist geil! 85.000 haben wir hier schon gewonnen beim Pferderennen. Ist klar. Okay, wir haben nicht mehr so viel Zeit, ne? 3 Minuten noch. Okay, eine Runde geht ungefähr. Aber hier, der Mud Dragon, der macht das. Okay, let's go. Oh, shit, nee. Alter, wie fahren die denn um die Kurven? Oh, was ist denn da passiert, Bro? Oh, see you later, bitch. Ja, wie geht denn das scheiß Rennen? Kommen wir zu Ende hier, damit ich wenigstens überhaupt irgendwas verdient habe und ich nur verkackt habe. Komm schon, wir brauchen den einen Gewinn. Komm schon, bitte, 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 bitte. Ja, 3 Angs. Ne, schade, hätten auch noch 2500 gegeben. Ne, 3. Aber doch, die haben ein bisschen gegeben. Ja, das spielen wir jetzt noch schnell durch. 1,30. Geil. Bin verzweifelt. Sieh dir so endet das Leben eines Glücksspielers. Am Ende raubst du ein 7-Eleven oder so aus. Ja, the very first customer of the day. Würde ganz gerne. Komm schon!
Ich muss mal kurz nachladen. Ja. 1000! Jawohl. Jetzt weg hier. Das sieht ganz gut aus mit der 1 vorne. Die 3 kommt auch noch. Aber wo kommt die 4 her? Wo kommt die 4 her? 2 nochmal, komm! Nein! Oh, so knapp. Oh, so knapp. Eine 12er-Quote, das wäre auch nice gewesen. Das kann schon. Einen guten Gewinn. 3 Angst. Weiter. Ich darf nur alles über 31.630, damit als Gewinn es machen. Wow. 5.000 Jetons. Okay, schön. 48 Sekunden. Alter, und jetzt muss ich das abliefern noch. Oh, das nur noch eine Minute, Mann. Und das sind 4 Kilometer, das schaffe ich nicht. Mann. Na. Oh. Aber kann ich mich schon mal entmuten. Ich brauche jetzt so 30.000. Oh. Oder 70.000. 70.000. 70.000. Friendly Fire. Leute, bald ist Friendly Fire. In ein paar Monaten. Aber Friendly Fire ist auch so kacke. Friendly Fire macht das. Friendly Fire. Friendly Fire macht das. Wirklich. Jawohl. Mach noch ein bisschen. Friendly Fire. Grüne geile Sau. Jetzt gib noch mal Gas. Gib mir noch mal Gas. Friendly Fire. Friendly Fire. Friendly Fire. Jawohl. Nicht wahr. 70.000. Ich raste aus in 30 Sekunden. Holy Kack, ey. Ich gehe in Rente. Boom. Ist das schön hier. Mount Kilead View. $1, ja, den kann ich dafür ausgeben. Oh, guck mal. Damit sind wir in 30 Sekunden durch. Und ich beende schon mal kurz die Aufnahme, um nachzugucken, ob das mit den Jetons gestimmt hat. Ich kann nicht mehr viel Zeit haben. Das Rennen geht ja schon 2 Minuten. Jay ist der Erste, der schon... Hä, Moment, Jay hat sich schon wieder entmutet? Ja, ein bisschen Zeit haben wir aber noch. Alter, wie lang ist dieses Scheiß? Jetzt habe ich auch Zeit vorbei. Weiter. Na, Jay, du bist auch schon gemutet. Wir haben noch 30 Sekunden noch. Ja, ich weiß, aber ich bin Letzter. Ich hab das Rennen geschafft. Echt? Ja, das gibt 100.000. Ich weiß. Ich hatte das dann aufgegeben. Also ich hab's aufgegeben, weil ich halt nicht annähernd dran war. Da hätte ich gerade fast 125.000 nochmal gewonnen. Hallo. Komm, 10 Sekunden aber noch. Bananen! Ich brauch Bananen! Komm's an. Oh, scheiße, das war's. Alter, das ist geil. Das gibt's nicht. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Okay. Das war ganz schön okay. Ja, bei mir war das Kacke. War ganz schön okay. Ja, bei mir war, ich bin Letzter. Ja, ich bin nicht sicher. Okay, also ich bin auch gerade mitten in dem Auftrag, also musste jetzt nichts abgeben, aber ich hab... Was? Ich hatte tatsächlich 85.000 Chips. Musst du gucken, wie viele Chips ich am Anfang habe, damit ich jetzt gleich abziehen kann. Achso. So, wie viel habt ihr denn so gemacht? Minus. Ich fange an von mir aus. Ich habe 101.225. Okay, so viel habe ich nicht. Oh shit, das ist auch. Da, wie hast du das gemacht, Bram? Sogar die Polizei abgeschildert, das ist vielleicht. Ich habe erst 63.000 Jetons verzockt und habe damit nichts gewonnen. Ja, aber die war ja Gott sei Dank Jetons und hab dann das Zeitrennen geschafft und das gab 102.000 und dann kam Minus Mechaniker und so weiter. Das Zeitrennen gab 102.000. Welches ja. Zeitrennen? Welches das Zeitrennen? Unten rechts die Uhr. Ah, die hatte ich gar nicht, da war ich wahrscheinlich gerade in der Lobby. Ich hab 1500 gemacht. Okay, Jay, wie hast du das geschafft? Ich weiß gar nicht, dass das so viel Geld gibt. Wie ich das geschafft habe, versucht Zeitrennen zu machen, hab's nicht geschafft. Keine Ahnung, wo ich die 1500 her habe. Ich hab das Zeitrennen 25 Minuten gemacht, wo ich das geschafft habe. Oh, was? Ich habe dann versucht, ich habe so eine Simeon-Version dann gemacht, weil die dann plötzlich aufploppte. Dachte ich mir, oh, vielleicht bringt die was. Die gebe ich jetzt sofort ab, aber die zählt halt nicht mehr rein und ich bin mal gespannt, wie viel das mir gebracht hätte. Ich habe 65.000 plus gemacht. Ich habe 30.000 an dem Linksrad gewonnen und nochmal 30.000 Jetons plus
Warte mal. Wo sehe ich denn meinen Kontostand eigentlich? Mission bestanden. 20.790 hätte die mir gebracht. Okay, die war voll scheiße. Achso, wow. Ich hätte ja ein Foto gemacht. Ich muss nochmal rechnen. Okay, dann hätte ich ja voll verkackt damit. Ich habe minus 2.400 gemacht. Wie geht das denn? hast du Jetons gekriegt oder was? Ja, ich weiß auch nicht, wie ich das gemacht habe, ehrlich gesagt. Aber ja, Mechaniker und so wahrscheinlich. Ja, Mechaniker und so. Und ich habe halt 0 plus gemacht in der ganzen Zeit. Was hast du denn die ganze Zeit gemacht? Ich habe versucht, einen Heist zu starten. Und dann waren wir ewig lange in der Lobby. Und dann ist der Host wieder rausgegangen. Wo ich mir auch so, ja, mega. Das war die erste Viertelstunde. Da habe ich gedacht, okay, was mache ich die zweite Viertelstunde? Bin ins Casino gegangen, habe alles verloren. Geil. Guck mal, da bin ich vor Peter, obwohl bei mir die Post da war. Ja, okay. Bist du dann. Ich habe gerade auf Friendly Fire gesetzt, ja. Das gute Pferd, die 3. 110.000 habe ich gemacht. Oh nice, wie hast du das gemacht? Weiß ich gerade nicht. Ich habe nur meinen Anfangsgeldbestand abgezogen von meinem jetzigen Geldbestand. Und am Ende war ich so verzweifelt, ich habe noch einen Laden überfallen und habe dem 1.600 Dollar abgenommen. Ah, nur so wenig gibt das. Ja, das ist ja so eine Tankstelle, so ein 7-Eleven. Okay. Da war ich auch, wie viel hast du gemacht, Sepp? Ich habe gerade nochmal gesehen, mein Kontostand hat sich auch um 1.000 verringert. Die muss ich natürlich abziehen. Ich habe 145.000 gemacht. Ach krass. Und wie hast du das gemacht? Pferderennen 3, also am Anfang habe ich mir ein Rennen gesucht. Habe halt online ein Rennen gemacht, damit habe ich so 10.000 gemacht. Das hat aber schon alleine fast 10 Minuten gedauert, das war echt viel zu lang. Und dann bin ich in Pferderennen gegangen und habe einfach immer auf die schlechteren Quoten gesetzt. Also nicht auf die 1, sondern immer so auf die 2 oder 3. Habe voll viel verloren und dreimal richtig fett gewonnen und damit bin ich auf 136.000 plus im Casino gekommen. Also Friendly Fire ist mein Pferd, das hat mir wahrscheinlich den Sieg gebracht. Den Sieg beschert. Danke Friendly Fire! Hat beim Geldmachen hat Sepp gewonnen. Am Anfang sah es echt scheiße aus, ey. Ich war echt enttäuscht. Ja, Peter, und wir müssen festhalten, Geld, ne, macht man nur im Casino. Ja, wobei, ja. Bram war nah dran. Wobei, der stimmt, Bram hat das Timeding gemacht. Das stimmt. Krass, wenn ich einen Heist geschafft hätte in der Zeit, wäre das bestimmt auch viel cooler gewesen. Aber das war schon sportlich generell eine halbe Stunde. Ja, herzlichen Glückwunsch, Sebastian. Das war mal wieder eine GTA Online Challenge. Und vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao.